ein kurzes Video in eigener Sache. Wenn ihr mich unterstützen wollt, folgt mir doch gerne auf Instagram, auf TikTok, auf Twitch. Links dazu in der Videobeschreibung oder in der Kanalinfo. Würde mich sehr freuen, wenn ihr mich unterstützt und aktiv seid, denn auf TikTok, Instagram gibt es immer die neuesten Informationen zu meinem Leben, natürlich. Auch zu Spielen, die ich spiele, zu Maps von Fortnite und. Auf Twitch natürlich streame ich diverse Spiele. Diese Infos dazu findet man bei mir auch immer auf TikTok und auf Instagram. Und ja, es wäre schön, wenn ihr mich dabei unterstützt und überall gerne mal ein Follow da lasst. Kostet euch natürlich überhaupt nichts. Wenn euch meine YouTube-Videos gefallen, lasst natürlich auch da gerne immer einen Daumen nach oben da und zeigt es mir, dass sie euch gefallen, dass ihr mehr davon wollt. Schreibt mir auch gerne Kommentare, ich gehe auf jeden Kommentar ein. Und ich würde sagen, wir starten jetzt mit dem Video. Wir spielen heute wieder eine Death Run Map und zwar heißt sie Meme Death Run. Ja, das Vorschaubild lässt hoffen, dass sie farbenfroh ist, weil ich nur bunte Wege gesehen habe. Werden wir uns anschauen. Es soll gratis XP für den Season Pass geben. Wir werden uns anschauen, wie hoch die sind, ob es rendiert, die Map mehrfach zu spielen oder nicht, ob es Bonus XP für Secrets gibt, wenn es Secrets geben sollte. Wir werden uns anschauen, wie abwechslungsreich die Map ist, ob die Sprünge eintönig sind und sich wiederholen, wie farbenfroh die Map ist. Wir werden uns anschauen, was es hier noch so alles gibt. Was ist denn das? Ich glaube, das wird gleich zugemacht. Das müsste ein Bonus sein. Ja. Gut. XP, man sieht da oben, alle 5 Level gibt es XP. Ich schnack nicht lange drum rum. Ich starte die Map. Season Pass wie immer in der Videobeschreibung. Und wir lassen alles andere jetzt einfach mal auf uns zukommen. Find Secret Blobs. Collect. Wir haben doch schon einen hier. 150 Level. Alle 10 Minuten XP. Okay. 1500 für den ersten Blob. Na, da bin ich mal gespannt. Ich komme noch nicht durch. Für 10 Minuten Spielzeit kommt man hier rein. Alles klar, das werden wir hinkriegen. Kann man klettern? Man kann klettern. Den darf man nicht einsammeln. Schade. Naja, dann werden wir mal losrennen hier. Und immer schön nach Blobs Ausschau halten. Ne? Okay, es gibt auch pro Checkpoint XP bei 156. Das ist gar nicht mal wenig tatsächlich. Muss ich sagen. Hallo? Diese Tiere sind nur ein bisschen creepy. Ich will eigentlich einen Blob suchen nebenbei und sehe die ganze Zeit so eine Tiere. Das ist ein bisschen weird. Hä? Ach, hier kann man... Oh! Okay, das sollte man vielleicht nicht am Anfang machen. Am besten gar nicht, denn man kann Coins sammeln und die eintauschen zu XP. Ich habe 18 Coins. Die werden wir dann später eintauschen noch gegen XP, um uns anzuschauen, wie viel XP es da gibt. Also wenn sowas drin ist, dann macht mir die Map jetzt schon richtig Spaß, muss ich sagen. Sprünge sind bis hierhin auch noch sehr einfach. Nein, dich klicke ich nicht nochmal an. So. Sprinten ist leider deaktiviert. Das ärgert mich ein bisschen. Aber gut, man darf nicht, man kann nicht alles haben. Und wenn ich das hier sehe, vergeht mir die Lust und Laune auf die Map, denn ich hasse Deckenfallen. Und ja, ich hasse sie wirklich richtig ekelhaft.
Das ist der größte Mist, den man hier einbauen kann. Aber ich werde mich über die gewonnenen XP nicht beschweren. Blobby ist hier ein Blob. Nö, schade. Ich werde mich über die bekommenen XP nicht beschweren. Über die Fallen, denn... Wobei, doch, ich werde mich über Fallen beschweren. Aber was man hier an XP bekommt, ist natürlich wieder mal richtig geil. Es ist eigentlich schon wieder übertrieben viel, wenn man es so sieht. Das war knapp. So. Wie viel Level haben wir jetzt eigentlich? 29. Wir haben noch keinen Blob gefunden. Okay, die Dinger sind, wie soll ich sagen, die sind zu schräg gesetzt. Die sind in meinen Augen richtiger Müll. Kann man da nicht irgendwas Grades nutzen? Schon wieder kein Blobby. Schade. Frag mich, wo die Blobs alle hin sind. Oh Gott, wie soll ich das schaffen? Ja! Oh, und deswegen auch Sprint, ne? Das war knapp. Kein Blob versteckt. Nein. Oh! Alter! Hab ich schon mal gesagt, dass ich Steckenfallen hasse? Ich hasse sie ab. Hier ist wieder kein Blobby. Hä, wo sollen die denn sein, bitteschön? Also ich bin jetzt nicht zwingend auf der Suche nach den Blobs. Aber wäre schon schön, wenn man vielleicht nochmal 1, 2 findet. Um zu sehen, weil das Secrets sind, ob es da Bonus-XP gibt. Weil wäre eigentlich schon nice zu erfahren, so. Keine Öffnung vorhanden, okay. Warte mal, was? Geschafft. Hä, ich verstehe das nicht. Ich kann hier zum Spawn zurück, um die Coins auszugeben. Aber wo sollen die Blobs sein? Also XP sind wirklich richtig geil. Ich kann mich da nicht beschweren. Hier gab es einmal Large XP. Nein, spring doch, Eivor. Ich weiß ja nicht, ob ihr es mitbekommen habt, aber... Autsch. Es gibt Geralt in dem Season Pass. Geralt aus Switcher. Und natürlich, ihr kennt mich. Ich habe das Spiel auch gespielt. Zwar nicht auf YouTube oder irgendwo anders. Aber ich habe es für die PS4. Autsch. Ich habe es mehrfach durchgesucht, tatsächlich. Und. Man kann das Spiel.
Ich hab festgepackt! Man kann The Witcher 1, 2, 3 einfach nur spielen und weiterempfehlen. Okay, Moment. Ich habe gerade eben beim allerersten Sprung festgebuggt. Das kannst du mir nicht erzählen, wie räudig ist dieser Sprung. Hohoho, geschafft. Nicht geschafft, doch geschafft. Nice. Ah, verdiene 20.000 EP, okay. Machen wir gleich noch eine Aufgabe nebenbei mit. Schön, schön. Okay, das ist weird, ne? Es gibt keine Blobs auf dieser Map. Oh nein. Oh nein. Ich hab's geschafft. Irgendwie habe ich es geschafft. Ich hab ein Level up. Nice. Wenn ihr die Map kennt, ja, kann ja sein, dass ich hier Zuschauer habe, die Map vielleicht schon gespielt haben. Schreibt mir bitte mal in die Kommentare, ob ihr diese Blobs hier gefunden habt beim Deathrun. Denn wie man sieht, ich finde hier komischerweise nur den Tod. Nein, ich finde hier keine. Wir haben 69 Level completed und wir haben keinen einzigen Block gefunden. Das ist doch creepy. Was? Komme ich hier runter? Ja. Okay, Spiel. Alter! Warte mal, was? Was ist denn jetzt hier los? Das waren ja gerade eine Menge XP. Für die Spielzeit. Muss ich nur noch VIP werden. Ich krieg gerade die ganze Zeit hier irgendwie dauerhaft XP und das ist nicht gerade wenig. Und. Ja. Ich habe vergessen, mich hochzuziehen. Hallo? Leertaste? Ah, jetzt. Okay. Na, das ist jetzt wieder einfach. Einfach nur der Linie umfolgen. Kurz gucken, kein Blobby, das verstehe ich nicht. Hä? Was war denn das? Hä? Wieso ist mein Charakter gerade nach zur Seite gelaufen? Das verstehe ich gerade nicht so. Ich habe W gedrückt anstatt S. Ah ne, D ist das. Oh. So, dass hier eine Falle ist, war gefühlt arschklar. Weil diese Übereckfallen, die sind sehr begehrt, wenn ich die Eltern. Ich weiß nicht, warum die sowas machen. So eine. Du rennst. Das ist ein Blobby! Du rennst über die Ecke und hast erstmal eine Falle. Über die Ecke, um die Ecke. Und hast eine Falle. Das ist halt. Das kennt man doch mittlerweile. Das macht jeder Map Creator. 19.000 EP für ein Blobby!
Das ist viel zu viel, aber ich bedanke mich dafür. Ey, das letzte Ding bounced nicht, deswegen. LOL. Ich hasse Deckenfallen. Ich hasse Deckenfallen. Jetzt wird die Deckenfallen außer Acht gelassen. 19.000 EP für ein Lobby. Und es gibt fünf gibt's. Ach, come on. Warum müsst ihr so eine Scheiße einbauen, Creator? Deckenfallen sind der größte Bullshit. Oha. Oh Mann. Oh Mann. Also einige Sprünge, da muss ich sagen, sind die eigentlich noch einfach? Das kommt mir nämlich da gar nicht so vor. Oh nein, was ist denn das hier? Was? Sneaky, sneaky! Söhrchen, was haben wir denn hier? Ich muss da lang. Okay. So. Schaffe ich das bis darüber? Yo, schaffen wir. Nice, nice. Da ist aber auch schon das Ziel, sehe ich gerade. Wir haben auf der ganzen Map nur einen einzigen Blobby gefunden. Wie creepy ist das denn? Und ich habe mich halt schon umgeguckt. Oh nein. Kriege ich das hin? Was denkt ihr? Ich krieg's nicht hin. Eisschuhe sind auch so ein... Oh, okay. Eisschuhe sind aber auch so ein übelster Rotzmist. So. Wir haben die Map gemeistert. Wir müssen angeblich noch 4 Minuten spielen. Hä, ich nehme 17 Minuten auf. Seit 17 Minuten mache ich hier auch. Oh, Return to Checkpoint. Das habe ich gar nicht gesehen. Okay. Wie viel Blobby? Wir haben nur 2 Blobbys gefunden. So, dann machen wir noch schnell Bonus XP, würde ich sagen. Also, was heißt Bonus XP? Bonus Level. Sprünge sind recht chillig tatsächlich. Nein! Die Sprünge sind wirklich einfach. Wenn man sie nicht verkackt, wie ich. Und wir wollen uns ja dann nochmal anschauen, wie viel XP uns die Münzen einbringen. Wie viele Münzen haben wir denn aktuell? 199. Was war das? Ich habe nichts gedrückt. Ich habe alle Tasten losgelassen. Der ist nach vorne gerutscht. Wie creepy ist das denn? So. Oh, ich hasse diese Jumpers. Oh nein! Oh, ich hasse Deckenfallen!
Sorry dafür, aber was hat sich Epic Games dabei gedacht, so eine Falle ins Spiel zu bringen? Und es hört einfach nicht auf. Du wolltest mir wohl den Popo pieksen hier, ganz aber vergessen. Das kannst du aber vergessen, Freundchen. Blobby! Hä, bei den Bonusleveln ist ein Blobby? Hä, okay, das ist mir auch neu, dass bei Bonusleveln Secrets sind. 28.000! Ja, leck mich doch! Ey, also, beim besten Willen, das ist eigentlich wirklich viel zu viel. Ich beschwer mich nicht, so kommt man dem Level 100 im Season Pass deutlich schneller näher. Aber ich finde das wirklich ein bisschen zu hoch. Okay. Ich habe die vorsichtshalber mal ausgelöst. Man kann auch hier am Rand lang rennen. Oh, oh. Ich bin abgerutscht. Ich weiß nicht wie, ich hab's geschafft. Ich bin happy. Nein, habe ich gesagt. Ich habe nein gesagt. Hör auf damit. Ich schmecke nicht Falle. Hohohoho. Hoppala. Okay, was? Hä? Okay, wie? Wie? So. Oh mein Gott. Okay, Bonuslevel sind nicht gerade einfach. Das Bonuslevel ist tatsächlich ein bisschen schwerer, als man möchte. Okay. Nein! Hör doch auf damit! Ich will auf dem Ding landen! Alter, machen wir das halt so. Ja, come on. Ja, und wieder tot. Dann muss ich es anders testen. Und zwar. Oh, so hier. Wir haben es geschafft. Und hier tricksen wir jetzt einfach mal ein bisschen. So, geschafft, nicht geschafft. Hey, das ist so weird hier gerade mit den Sprüngen. Oh mein Gott. Aber wir haben noch 11 Level vor uns, leider.
Aber es sieht halt bis jetzt gut aus, dass man das hier chillig durchrushen. Das nicht. Ich hab's kommen sehen, dass ich da sterbe. Ich weiß nicht warum. Ich reg mich wegen diesen Dingern nicht auf, aber die sind eindeutig zu klein zum Landen. Die sind zu klein zum Landen. Das hätte man anders machen können. Man rutscht da ab! What the fuck war das? Ich weiß nicht, wie ich habe es geschafft. Oh Mann, 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 oh Mann. Blobby! Hä, man findet die. Da fehlt mir ja nur noch einer. Okay, wie viel XP? Das müsste schneller gehen. Das nimmt zu viel Zeit in Kauf. 25k. Ja, chillig. Was ist das? Da gab's ein Level-Up für mich. Hallo, gehst du da mal hoch? Oh boy. Ernsthaft? Ohohohoho. Geschafft. Letztes Level. Ich weiß nicht, was das gerade im Hintergrund war, aber bekloppter Autofahrer wieder mal. Hä, jetzt muss ich schon wieder. Vorhin waren es 4 Minuten, jetzt sind es 5 Minuten! Wir haben einen Blobby ausgelassen. Hä? Ich verstehe das hier nicht. Oh, guck mal, wir sind drinnen. Coins. Hallo? Darf ich dich haben? Nein? Macht das irgendwas, wenn ich tanze? Nein, schade. Okay, wir sind raus jetzt. Und jetzt gucken wir uns noch an, was geben die XP-Coins. Wir haben 320. So, 10 Coins geben 1400, 5 Coins geben 1300. Das ist eigentlich scheißegal. Irgendwie bleibt das jetzt gleich hier. Ah ne, das wird da wird's weniger. Okay. Ich verstehe. Jo, ich werde jetzt hier noch Spam und XP farmen. Was gibt es zur Map zu sagen? Sie ist einfach, bis auf einige Sprünge, die sind abfuck tatsächlich. Secret XP sind Bombe. Oh mein Gott, also ja, ich kann die Map nur weiterempfehlen, wenn es um XP geht. Vor allem, wenn man sich das hier jetzt anguckt. Bonus-Level sind eher normal als einfach vom Levelgrad her. Abwechslungsreich ist die Map. Eintönig ist sie aber. Farmfroh ist sie überhaupt nicht. Ich kann die Map aber nur weiterempfehlen. Mir hat es Spaß gemacht. Mapcode findet ihr wie immer in der Videobeschreibung. Und wie viele Coins habe ich noch? Genau 10 Stück. So. Und ja. Bonus haben wir. Wir sind VIP. Das waren die letzten XP. Wie viel werden gut geschrieben? 38.000. Man kann, wenn man es gut anstellt hier und den letzten Blobby noch findet, tatsächlich 2 Level-Ups machen. Was soll ich dazu sagen? Es ist einfach nur geil. Aber jetzt bleibt mir nicht mehr viel zu sagen, außer dass ich euch noch einen
wunderschönen Tag wünsche und lasst gerne Daumen nach oben da und Kommentare.